meine Lieben. Ja, seit langem seht ihr mich mal wieder direkt vor der Kamera und nicht nur meine Hände. Und heute habe ich einen kleinen Aufruf. Und zwar geht es mir oft so, dass ich beim Einkaufen für meine Bastelutensilien ja viel zu viel einkaufe. Sachen doppelt, dreifach kaufe und dann irgendwann feststelle, die wirst du nie im Leben alle verbasteln. Oder ich habe irgendwann mal was selbst gemacht, finde das auch immer noch total schön. Es steht hier aber und es wird nicht benutzt. Und ja, das finde ich einfach ein bisschen schade. Und öfter ist es ja auch so, dass man in der Tauschpost Sachen bekommt, die von der Qualität her zwar super sind, die man selbst aber eigentlich nicht mag. Und ja, die liegen dann auch rum, wenn man dann vielleicht irgendwie denkt so, ja, vielleicht irgendwann oder so. Und eigentlich mag man sie aber gar nicht. Und deswegen wird man sie auch nie verbasteln. Und um eben diese ganzen Sachen nutzvoll, dass die irgendwann wirklich nutzvoll verwendet werden, habe ich mir überlegt, dass ich gern ein Wanderpaket machen möchte. Und der Aufruf ist jetzt quasi, wer von euch hat das gleiche Problem und möchte gern mitmachen. Ich habe mir ein paar Regeln überlegt, wie das Ganze funktionieren sollte, damit es für alle fair bleibt. Damit eben auch die, die ziemlich zum Ende der Kette dran sind, dann auch wirklich noch schöne Sachen bekommen. Und ich habe mir hier mal einen kleinen Merkzettel gemacht. Also wundert euch nicht, wenn ich da ab und an mal drauf schiele und mal nachgucke, dass ich die Stichpunkte wieder im Kopf habe. Okay, also anfangen tue ich mal mit, wie sollten die Sachen denn sein? Theoretisch habe ich es gerade schon erklärt. Die Sachen sollten bitte komplett sein. Besonders bei Papierblöcken ist es schade, wenn man vorne tolle Blätter sieht und dann macht man den Block auf und dann fehlen Blätter und vielleicht gerade noch die, die man am schönsten fand. Also bitte immer nur Sachen, die wirklich komplett sind. Sie müssen nicht nagelneu sein, aber sie sollten komplett sein und sie sollten wirklich in Ordnung sein. Bei meinen selbstgemachten Sachen werde ich es so machen, dass ich nur Dinge einpacken werde, die ich auch als A-Ware in meinen Shop packen würde. Und ja, bei den Sachen aus dem Tauschpäckchen eben genau das Gleiche. Verschickt bitte nur komplette Sachen. Und ich denke, dann bleibt es auch für alle wirklich fair. Okay, der nächste Punkt ist die Sache mit dem Rausnehmen. Wie funktioniert das? Das Paket kommt zu euch und ihr könnt dann theoretisch so viele Teile rausnehmen, wie ihr wollt und die eben austauschen. Austauschen insofern, achtet bitte darauf, wenn ihr zum Beispiel 10 Teile rausnehmt, dass ihr in etwa auch wieder 10 Teile reintut und dass sie so ungefähr den gleichen Wert haben. Dass das nicht hundertprozentig geht, das ist mir völlig klar, das ist auch nicht weiter wild, aber so ungefähr. Jetzt könnte der ein oder andere sagen, ja wieso, ich kann doch 10 Teile rausnehmen und pack dann ein Teil rein, was so viel wert ist wie diese 10. Theoretisch ja, praktisch ist es aber so, dass dann der Nächste nach dir 9 Sachen weniger zur Auswahl hat und das ist dann schon schade, weil vielleicht mag er dieses eine teurere Teil ja nicht und hätte lieber irgendwas von dem gehabt, was du so noch zu Hause hast, wo eben was eben nicht so wertvoll ist. Ja, genau, das ist der Punkt. Dann komme ich mal zu dem Punkt, wer darf denn alles mitmachen? Theoretisch mitmachen darf jeder. Ich möchte aber aus rein rechtlichen Gründen bitte nur Leute haben, die mitmachen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Einfach aus dem Grund, ich möchte mir keine Einverständniserklärung holen müssen. Und da komme ich auch schon zum nächsten Punkt. Es geht um die Adressen. Sobald ihr mir eine E-Mail schreibt mit eurer Adresse und der Info, dass ihr gerne dabei sein möchtet, dann akzeptiert ihr auch, dass eure Adresse an die Person vor euch weitergegeben wird. Das Paket soll wandern und ich möchte natürlich nicht riesen Portokosten haben. Also ich möchte es nicht so machen, dass ich das Paket zum Ersten schicke, der Erste schickt es mir wieder zurück. Und ich schicke es zum Zweiten, sondern es soll dann wirklich von der Person zur Nächsten wandern. Und damit nicht alle
alle Adressen haben und die Adressen ein bisschen geschützt bleiben, habe ich mir gedacht, ich werde dann immer an die vorherige Person dann eben die E-Mail-Adresse weitergeben. Die Reihenfolge wird sich dann eben so zusammenstellen, welche E-Mail zuerst kommt von demjenigen, der dabei sein möchte, der ist als erstes dran, zweiter, dritter und so weiter. Noch eine Sache wegen dem Verschicken. Ich denke, es ist gut machbar, so ein Päckchen innerhalb von 3 bis 4 Werkstagen wieder weiterzuschicken. Wenn wir jetzt 5, 6 Leute werden, die mitmachen und jeder das Päckchen da eine Woche oder zwei bei sich rumliegen hat, dann dauert es doch ziemlich lange, bis es bei den letzteren Leuten ankommt. Und ich denke, dass man sich schon auch wirklich auf das Päckchen freut und gespannt ist, was drin ist. Und man denkt sich bestimmt, ah, wann kommt es endlich zu mir? Und dann liegt es bei einem 2, 3 Wochen rum. Das ist dann schade, ne? Weil die anderen dann warten müssen. Und ich glaube, dann vergeht einem auch ein bisschen die Freude daran. Deswegen, ich denke, 3 bis 4 Werkstage ist eine gute Zeit, um sich in Ruhe zu überlegen, was möchte ich gerne rausnehmen, was möchte ich gerne wieder reintun und es dann wieder weiter zu verschicken. Genau. Ja, Porto, ganz klar, wenn ihr die E-Mail schreibt, dass ihr dabei sein möchtet, tragt ihr das Porto natürlich selbst. Ich finde es auch fair, weil so hat jeder einmal Porto bezahlt und in der Kette und dann finde ich das völlig in Ordnung. Okay, einen Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben für alle Leute, die einen YouTube-Kanal haben. Ihr dürft natürlich das Päckchen filmen und zeigen, was vorher drin war, was ihr rausgenommen habt, was ihr reingetan habt. Ihr dürft das logischerweise auf eurem Kanal hochladen. Was allerdings da eine Voraussetzung ist, achtet bitte auf jeden Fall darauf, dass die Adresse eures Vorgängers definitiv nicht im Video zu sehen ist. Also deckt es ab, klebt es ab, schneidet es raus, wie auch immer. Sorgt einfach dafür, dass die Adresse geschützt bleibt. Wie ihr das mit eurer eigenen Adresse macht, ist natürlich eure Sache. Aber ja, die Adressen der anderen sollen da bitte geschützt werden. Es ist übrigens keine Bedingung, einen YouTube-Kanal zu haben. Ihr dürft auch mitmachen, wenn ihr keinen habt. Das ist völlig in Ordnung. Okay, ihr Lieben, ja, habe ich doch ziemlich viel erzählt. Ich hoffe, das sind euch nicht zu viele Regeln und ich hoffe, ihr seht das genauso, wie ich das auch sehe, dass es wirklich fair bleiben soll und dass alle Spaß dran haben sollen. Ja, jetzt hoffe ich, dass einige von euch mitmachen, weil umso mehr Leute dabei sind, umso mehr Spaß macht es natürlich und umso mehr Chancen hat man, eben tolle Sachen herauszubekommen. Ich bin riesengespannt, wenn das Paket dann wieder bei mir ankommt. Ich werde übrigens ein Video machen, wie ich das Päckchen packe, also was alles drin sein wird. Und ich werde dann nochmal ein Video machen, wenn das Paket wieder bei mir ankommt. Und entweder werde ich beide Videos direkt zusammenschneiden oder aber beide Videos zeitgleich hochladen, dass man eben genau dann parallel zusammen sieht, was war drin und was kam zurück. Okay, ihr Lieben, ja, das war's. Ich wünsche euch noch einen richtig schönen Tag. Macht's gut. Ciao.